Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Zum vierten Geburtstag vom erfolgreichsten und umsatzstärksten Film aller Zeiten, Avatar, stelle ich den euch heute auch vor. Im Jahr 2154 hat die Menschheit so ein Energieproblem und keine richtigen Rohstoffe mehr, was sie auf dem weit entfernten Planeten Pandora gelöst bekommen. Dort leben aber eben riesige, große, blaue Ureinwohner, die Na'vi, und die haben so einen ganz speziellen Rohstoff unter der Erde, den wir gerne hätten. Blöd ist aber, wenn die komplette Na'vi-Stadt darauf gebaut ist. Wie bekommen wir das also hin? Wir klonen die Na'vi, schlüpfen in ihr Bewusstsein rein, werden also zur sogenannten Avatar, und Menschen können diese aus der weit entfernten Basis steuern. Das Ganze übernimmt Kriegsveteran Jack Sully und lernt eben die Rasse kennen und soll gleichzeitig aber auch noch seinen Auftrag erfüllen. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier. Sind Sie Jack Sully? Wir möchten mit Ihnen über einen Neuanfang in einer neuen Welt reden. Sie könnten etwas bewirken. Ich bin Marine geworden wegen der Herausforderung. Ich dachte, ich kann jede Prüfung bestehen, die ein Mensch nur bestehen kann. Alles, was ich je wollte, war etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ladies and Gentlemen, Sie sind nicht mehr in Kansas. Sie sind auf Pandora. Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. Die Ureinwohner hier nennen sich Na'vi. Es ist sehr schwer, sie zu töten. Deshalb sind wir hier, denn diese kleinen grauen Steinchen bringen 20 Millionen pro Kilo. Ihr Dorf befindet sich über dem größten Vorkommen, also müssen sie umgesiedelt werden. Diese Wilden gefährden unsere ganze Operation. Wir stehen am Rande eines Krieges und sie sollen gefälligst eine diplomatische Lösung finden. Die Grundidee ist, die fernsteuerbaren Körper zu lenken. Diese Avatare. Sie werden aus menschlicher DNS gezüchtet, die mit der DNS der Ureinwohner kombiniert wird. Ein Marine in einem Avatar-Körper ist eine Mischung mit Potenzial. Besorgen Sie mir, was ich will, und Sie bekommen Ihre Beine zurück. Ihre richtigen Beine. Alles klar, Sir. Er sieht aus wie Sie. Das ist Ihr Avatar. Entspannen Sie sich und denken Sie an gar nichts. Sollte Ihnen nicht schwerfallen. Jake, es ist ganz einfach. Ich will, dass Sie sie in- und auswendig kennenlernen. Ich will, dass Sie Ihr Vertrauen gewinnen. Du solltest nicht hier sein. Geh zurück. Das alles ist deine Schuld. Ich brauche deine Hilfe. Na super. Sie haben sich doch nicht etwa im Wald verirrt, oder? Haben Sie vergessen, für welches Team Sie spielen? Die Starken fallen über die Schwachen her und keiner unternimmt was. Sie haben eine Stunde. Du wusstest, dass das passiert? Alles hat sich geändert. Jake, hier drehen alle durch. Quaritch rückt aus, wir können ihn nicht aufhalten. Wir kämpfen mit Pfeil und Bogen gegen Kampfhubschrauber. Dann machen wir lieber das Beste draus. Uns die Botschaft geschickt, dass sie sich alles nehmen können, was sie wollen. Aber wir senden ihnen auch eine Botschaft, dass das hier unser Land ist! Avatar ist ja der umsatzstärkste Film aller Zeiten. Knapp 2,8 Milliarden Dollar hat er eingespielt von dem Kinovisionär James Cameron. Ja, der ist wirklich der Gott, was Kinovision angeht. Und dann ging der 3D-Hype erst richtig los. Und das ist auch nach wie vor das, was den Film ausmacht. Also der Star des Films sind die visuellen Effekte. Da ist jetzt gar nicht so viel Wert auf Geschichte gelegt worden oder auf die Schauspieler, sondern das ist das, was, glaube ich, den Leuten nach wie vor in Erinnerung bleibt, den man auch eigentlich auf der großen Leinwand gesehen haben muss. Deswegen sind auch alle reingerannt, zu Hause am Fernseher vielleicht einfach ein Stückchen näher rangehen, dann kann man auch wieder in diese Welt eintauchen. Die ist vom Set-Design und von dieser ganzen Idee wirklich fantastisch geworden. Die Geschichte selber ist allerdings überhaupt gar nicht neu. Ne? Dieses Ureinwohner-Ding ist so ein klassisches amerikanisches Thema. Wenn man jetzt an so Indianer denkt, die vertrieben worden sind, ist also irgendwie sogar bei Winnetou mit dabei. Viele haben auch gesagt, mich auch ein bisschen anschließen muss, weil es auch viel um diesen Einklang mit der Natur geht. Es ist eigentlich ein Pocahontas in 2,5 Stunden mit blauen Männchen.
Da muss man den Kritikern recht geben, so richtig viel Mühe hat man sich bei der Geschichte selber, ne, beim Drehbuch selber nicht gegeben, was man auch am Bösewicht sieht. Der ist halt sehr eindimensional, sehr Abziehbildchen, also es gibt kein Wenn oder, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Und das ist ein bisschen plump an einigen Stellen, was wiederum aber dadurch, dass es toll aussieht und auch sehr kurzweilig erzählt ist. Also es ist ein Film, der extrem lang ist, der einem aber gar nicht so lange vorkommt, kann man darüber hinwegschauen. Also das komplette Filmereignis und nichts anderes ist ja Avatar, wird dadurch überhaupt nicht getrübt. Wenn man jetzt aber kritischer hingucken will, und das tue ich natürlich, weil ich eine Filmkritik mache, muss man eben sagen, bei der Geschichte ist selber jetzt so ein bisschen was auf der Strecke geblieben. Schauspielerische Leistung kann man gar nicht so krass gut bewerten, denn es geht ja hier um Motion Capturing. Das heißt, die hatten so Bildpunkte im Gesicht, haben das gespielt, es wurde digitalisiert auf diese blauen Männchen. Sieht alles vernünftig aus, man hat eben wirklich das Gefühl, ich sehe blaue Männchen und keine Schauspieler, die irgendwie digitalisiert worden sind. Wenn ich jetzt so an andere Filme denke, wie Beowulf oder Polar Express, was hat der Robert Zemeckis damals auch gemacht mit diesem Motion Capturing, da sah es aber noch nicht so gut aus wie jetzt bei Avatar. Der ist ziemlich gut gealtert, obwohl er 4 Jahre alt ist. Immer noch extrem frisch. Ein absolutes Highlight, was Filme angeht, durch das Visuelle. Kritisch muss ich aber sagen, gebe ich dann insgesamt 8 von 10 Punkten. Es ist ein saustarker Film, aber die Geschichte ist dann eben doch ein bisschen zu plump, ein bisschen zu einfach. Für Leute, die aber sagen, ey, ich mag so visuelle Filme und ich möchte einfach nur einen unterhaltsamen Blockbuster sehen, ist das der absolut perfekte Film und dafür dann auch Höchstpunktzahl. Von mir gibt es aber kritisch betrachtet eben 8 von 10 Punkten. Nichtsdestotrotz, es ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Und wer das im Kino nicht getan hat, tut es jetzt eben auf der Couch. Das war meine Review zu Avatar. Von euch möchte ich wissen, welche Filme findet ihr denn toll, wo ihr aber ehrlicherweise sagen müsst, die erinnern euch auch an andere Geschichten. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wer lieber einen weihnachtlichen Film sehen möchte oder mal meine Meinung dazu hören mag, geht einfach hier unten auf die Couch Classic von Tatsächlich Liebe aus der letzten Woche oder schaut sich hier einfach eine ganz andere Review an, nämlich zu einem großen Weihnachtsblockbuster. Schaut vorbei. Ansonsten freue ich mich, euch auch woanders begrüßen zu dürfen, nämlich Instagram, Twitter und Facebook oder auf meinem Zweitkanal. Freue ich mich oder wir sehen uns einfach bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.